So, Leute, hehe, Part 6, 5? Ich hab's vergessen. Ich glaube 5. Das gefällt mir. Der steht auf dem Wasser. Was war? Auf ein. Nee! Also ehrlich, ich hasse ja vieles, ne? Aber wenn Gegner vom Himmel fallen, dann ist das wohl das Ekelhafteste, was es geben kann. Ist klar. So, war nicht hier auch gerade eine Atombombe? Oh Gott, zwei Wege. Da ist irgendwas runtergefallen. So, was haben wir hier? Ich habe keine Ahnung, was wir hier haben, aber wir können mal gucken. Nein! So, bleib mir bloß vom Leib, du Arsch. Jetzt sind die Teile auch noch blau! Alter, und... Ja, nee, ist klar. Wie muss man ja hier durchkommen, ne? Das ist ja... Ah! Dankeschön! Fallschirmmodus! Wuhu! Leck mich! Das ist momentan... Ja, das Level ist momentan, wie kann man es sagen, nicht mein Freund. So. Aber ist ja schon zu Ende. Also von daher... Mal wieder eine 2 bekommen. Das ist irgendwie... Das 2 ist das meiste und die 1 das zweitmeiste oder umgedreht. Ich weiß es gerade nicht. Ein Segelboot. Ein Piratenschiff. Oder ein Segelpiratenschiff. Auf jeden Fall schießt hier irgendjemand auf mich. Geh weg. Da unten ist Energie. Da will ich auch hin. So, wir nutzen das mal wieder zu unserem Vorteil. Weil das Ding macht eigentlich genug Schaden. Es sei denn, es kommt ein hyperaktives Teil um die Ecke geschossen. So, weg mit dir. Ich würde mich ja über Energie sehr gerne freuen. Ja, doch, über Energie würde ich mich freuen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben auch unsere Lebensanzahl, die ist minimiert, ne? Das Segelboot. Doch, unsere Lebensanzahl ist auf jeden Fall verkleinert, seitdem ich vorankomme. Also ist so ein Zeichen dafür, dass ich schlecht bin. Also entweder ist das Spiel einfach zu schwer oder ich bin einfach nur schlecht. Ich denke mal einfach ersteres. Nee, warte, das Spiel ist zu schwer, ich bin schlecht. Ich denke mal zweiteres. So, ich bin oben auf dem Schiff drauf. Wo ist jetzt das? Ja, ich hab's doch gewusst. Warum ich es gewusst habe, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt eher mit Natur gerechnet, aber okay. Also theoretisch habe ich es ja gar nicht gewusst. Das wäre voll gelogen. Der Maser lügt ins... Ah! Nein! Hopp! Und dann trifft mich das ruhige Ding. Na. Hier. So, komm. So, das ist schon das Ziel. Momentan. Ja, ich stelle mich aber echt dumm an, ne? Also sagt mir ruhig, ich kann sowas ab, ne? Ich bin ein purer Gamer. So. Nein. Diese Krabben sind auch ganz komisch. So. Den wollen wir haben. Und dann können wir hier durch, glaube ich. Ja, doch. Ich will... Es kommt aber die Neugier auf. Was haben wir denn hier? Außer jetzt natürlich, Was haben wir denn hier? Ach, das führt einfach nur im Kreis! Toll! Ich habe das tollste Secret in dem Spiel rausgefunden. Ein Weg, der im Kreis führt. Genau, jetzt ist mein Item auch noch weg. Danke.
Komm! Wenigstens etwas fair bleiben. Mann! Ich traute mich nicht umzudrehen, dass ich hier reinrenne. Das darf nicht wahr sein. Was war depressiv? Oh Gott, ich kann nicht zurück. Fällt mir ein, ich kann doch so kehren, genau. Oh nein. Es reicht ein Zehntel. Da sind die wieder da. Die sind echt schlimm, die Gegner. Da sind. Alter! Da sind drei Leben. Meine Leben. Ich will meine Leben. Geh mal bitte die Märchen. Wenigstens das Leben. Wie soll man denn da auch rankommen? Du musst noch irgendwo ein spezielles Item haben, ne? Ja, ist klar. So, ab nach oben. Oh Gott. Okay. Komischerweise trifft mich das Teil. Und warum ist so ein Raum hier? Ha! Oh Gott. Mann, es ist wieder dieses, hey, es fallen tausend Dinge vom Himmel und du kannst nichts dagegen tun und... Wie weit denn noch? Mann, wie weit denn noch? Jetzt gib mir hier mal ein Ziel. Danke. Also die zwei kriege ich echt häufig, ne? Und irgendwie nicht gemacht für so ein Spiel. Okay. Welt 5. Oder Level 5. Eher gesagt, ist ja Welt 5. Nein, 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 nein. I don't sterbing. Ist klar. Nein, ich will ja nicht sein. Nein, ich will auch nicht sterben. Ach, das sind zwei. Das war richtig fair. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. So, erstmal die Maxi-Tomate holen. So, und dann gucken, dass ich den Schnupfen überwältige halbwegs. Ach Gott, ich habe so ein ganz böses Gefühl. Ah ne, es geht alles unter Wasser, okay. Ich wollte gerade sagen, es wäre aber richtig mies, wenn ich jetzt da landen müsste und dann ist da... Ja. Böse, ne? Das meine ich. Also da unten ist ein Leben drin. Das Leben war gar kein Problem. Oh Gott, hier ist so wieder so ein Bindfaden. Bindfaden. Was haben wir hier? Hier ist die Kanone. Doch jemand ist aktiviert. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Level geschafft. Schon wieder? Alter, die Level gehen aber echt kurz bis langsam, ne? Also, mir kommt so vor, ich bin vor 2 Minuten reingegangen. Okay, ich bin vor 2 Minuten reingegangen. So. Dann gehen wir mal hier rein. Was haben wir denn hier? Ich dachte gerade, ich schwimme. Ein Ernstes, ich dachte gerade, ich schwimme. Warum sind eigentlich die Fähigkeiten heftiger als meine? Ich raff das manchmal nicht. So. Los, weg hier! Alter, das ist ja UFO-Orgie!
So, bloß hier weg. Ich werde aber trotzdem an dem Fuß bleiben. Auch zwei Wege. Oh Gott. Nein. Ich will rufen bleiben. Mann. Mann, ich spring doch nicht dumm rum. So. Danke. Auch wenn ich jetzt gleich wieder fast tot bin. Nee, auch wenn ich jetzt gleich wieder tot bin. Ja, doch, nennen wir es mal so. Ich weiß nicht, wieso ich es so nenne, aber ich denke es mal. Okay. Das war cool. Was ist das hier für ein Raum? Ich hab... Ja, okay, ich bin tot. Ich hab's gewusst. Der Eisfick ist ein Eisgenickbrecher. Das ist der. Wisst ihr, vom Ende kommen zwei Energiezeilen und hier kommt keine mehr einfach. Das ist einfach richtig realistisch gemacht, dass die Leute auch voll die Chance haben. So, hau ab. Das Eis macht es aber echt schwer, ne? Muss man echt zugeben. Alter, stirb. Guck mal, der Elende, der wirft auch dann direkt, wenn ich irgendwie da bin, ne? So, da ist schon das Ziel. Das hat sich wieder gut angefühlt. Ja, hat's auch. So. Aber jetzt ist mein Leben wieder zurück, ne? Also wir kriegen es auf jeden Fall, wir kriegen mehr Leben zurück, aber das sieht man auch in der Zahl. Ah, und schon kommt der Boss. Was? Ich hab da so ein... Ja, ich habe extra jetzt auf den Tod plädiert, weil ich eh nur drei Energie hatte. Aber egal, schnapp's dir. Nein, böse, böse. Nein, hör auf. Ja, hau bloß ab. Ich will das hier haben. Ich will das hier haben, Mann. Aber das heißt, wir müssen in dem Spiel langsam dem Ende nahe kommen. Also, ich gehe jetzt mal vom Logischen her aus. Damit er hat ja jetzt irgendwie... Ja, keine Ahnung. Aurora. Allee. Okay. Okay. Okay, es gibt noch eine Welt. Mal gucken, wie die ist. Sie ist auf jeden Fall kalt. Als ob ich das nicht sehe. Ein geschenkten... Nein, ich hänge in der Ecke fest. Ein geschenkten Kaufschott reibt dich ins Maul. Zack. Warum eigentlich... Ich will es gar nicht wissen. Ich wollte gerade wissen, warum eigentlich... Ach Gott. Ich wollte gerade eigentlich wissen, warum grünes Feuer? Okay. Muss ja nicht wissen alles, ne? So. Da ist Energie. Der Blau ist voll hyperaktiv. Ah, lass mich hier raus! Ich sterbe sonst noch. Ja, ich bin ja schon dabei. Kleiner böser Mann. Moment. Schnellarbeit! Oh ja, richtige Schnellarbeit sogar. Alter! Ist klar. So, Schnellarbeit. Einmal außen rum, zack und durchgeht. Der Stein ist direkt hinter mir gefallen, ne? Ich
hab's gesehen. Und der Stern hat mich nicht getroffen. Eher der kleine Ritter da. Der Krieger, der dessen Namen ich vergessen habe. Oh, Level schon geschafft. So. Ach, schade. Egal, der kann sich eigentlich dafür immer positionieren und immer die 5000 hochhalten. Ich krieg sie eh nur noch. Okay. Warum diese Musik? So. Das ist nicht nett. Du billiger! Das war ein billiger Trick. Und du lächelst mich an. Du bist noch so elendig. Okay, warum diese Musik? So, komm. Tanzst du mal nur. Die Sache, die ich mich auf... Oh Gott, ich bin so ein Idiot. Die Frage, die sich jetzt stellt bei mir, das ist das DDD-Sehen. Und warum kommt das jetzt, während ich Bomberman, oder wieder der Kasperle hier heißt, bekämpfe, der immer noch einen tollen KP hat. Aber okay. So, Kasperle tot. Inferno. Ich habe auch so ein Gefühl, das wird hier eher so eine... ey, jetzt kommt Bosse. Ja. Bringt das was? Oh, das bringt sogar... Ah, ist okay. Der Boss ist halbwegs erlischt. Aber okay. Oh, die Musik ist toll. Man, kannst du mal einen anderen Move machen als ein... Genau, den sollst du machen. So. Her mit dir. Es geht hoch. Kann ich denn eigentlich... Ich weiß gar nicht. Kann ich denn eigentlich... Ne, kann ich nicht. Okay, ich wollte sagen, ob ich den irgendwie vielleicht, ja, triggern kann, dass ich den immer neu hab. Aber nee. So, das Eisteil bringt mir eh nicht viel. Okay, dann trifft er mich halt. Aber das macht nichts. Ja, mit dir. Na, man kann schon besser umgehen. Es geht noch höher. Jetzt hatten wir ihn noch nicht. Der hyperaktive Elefant. Nein! Nicht der! Ich habe Angst vor dem. Ich weiß nicht wieso. Stirb! Danke! Moment mal. Ah, schade. Der explodiert recht. Ja, ich wollte gerade ein bisschen, ja, aus Spaß versuchen, ein Doppelglück-Item. Ach, der Käfer ist ja auch noch da. Ist er jetzt schwerer geworden? Oi! Einen neuen Move gelernt. Okay. Der Move ist jetzt auch nicht unbedingt der Bringer, aber okay. Nein! Ja, immer ein KP oder was auch immer. Ja, kein Balk mehr. Le, null Balki. So, Knockout. Es geht weiter. Okay. Ach Gott, der Feuerhund. Nein! Okay, machen wir es einfach. Leck mich! Nee, ich muss das ganze Teil nochmal neu machen. Ah ne, okay. Ja, bei Jak and Daxter. Kennt ihr vielleicht das Spiel? Keine Ahnung.
ist ja so gemacht, dass man ausgerechnet voll viel zurückgeht und ja, weil einfach die Checkpoints vollkommen scheiße sind. Aua. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Also, ich weiß es auf jeden Fall. Aber Jak & Daxter ist auch, sagt mir immer, so ein Crash Bandicoot Spiel, Nachfolger. Also so in der Art, von der Schwierigkeit her. Kann mein Urteil jetzt darüber nicht ganz fällen. Aber da war mal was. So, und jetzt? Wie hoch denn noch? Aber es sieht aus, als wäre das die letzte Welt. Man könnte auch hier mal, genau, ein Ziel setzen. So, weil ich will den Part beenden. Nein, eine 3 zum Abschluss des Partes. Mann. So, egal. Ausruhen. Nächstes Mal geht's hier weiter. Bis dahin aber erstmal, Leute, danke fürs Reinschalten und ja, es geht weiter. War ein gutes Level. Bis nächstes Mal, Mazzalavista, Baby.